So, liebe Leute, willkommen zu dieser neuen Folge Unknown Worlds. Ich will hier gar nicht so laut reden, ich muss leider ein bisschen laut flüstern. Ich befinde mich nämlich gerade in einem verlassenen, wahrscheinlich verlassenen Haus, mitten in Schweden. Das letzte Video, was ihr gesehen habt, war das letzte Video von meiner Brandenburg-Tour. Und ab jetzt fangen neue Videos an, hier in Schweden, weil ich ja jetzt erstmal in Schweden bin. Hier habe ich natürlich keine Lost Place Card oder irgendwas mehr, sondern muss die Lost Places wieder selber raussuchen, wie damals, bevor es die erste Lost Place Karte gab. Und das Schöne ist, hier ist einfach super viel verlassen in Schweden. Hier sind super viele Häuser, wo die noch komplett eingerichtet sind, wo einfach vorne die Tür offen steht. Besitzer gestorben und keine Nachfahren, keine Erben. So, das gibt es halt in Deutschland kaum. Ich glaube, auch Schweden hat gar keine Urbex-Szene, deswegen sind diese Häuser auch teilweise gar nicht abgesichert. Ich wollte eigentlich gerade zu zwei anderen Häusern fahren und habe hier auf der Straße einfach dieses Haus gesehen. Hier bin ich schon öfter dran vorbeigefahren, dachte mal, ist es verlassen oder nicht? Wir haben es jetzt 3 Uhr nachts, ich bin einfach mal ausgestiegen und ja, das Haus ist verlassen. Man kann bei der Haupteingangstür einfach durch ein Fenster reinklettern und dieses Haus ist einfach komplett voll eingerichtet mit 3 Stockwerken. Dahinter ist, glaube ich, ein Haus, was noch bewohnt ist, was, glaube ich, hier zugehört. Deswegen will ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich will hier schnell durch. Hab heute leider kein Rotlicht bei. Ich hoffe, der Besitzer wacht nicht auf. Das ist ja halt ein fremdes Land, fremde Kultur, fremde Sprache. Hab eigentlich keinen Bock, hier erwischt zu werden und mich um 3 Uhr nachts auf Englisch zu rechtfertigen, dass ich ein Urbexer bin. Aber naja, Leute, ich würde sagen, let's go. Bin ich gerade reingeklettert. Das war gar nicht so einfach. Und Auto kommt. Ich hoffe mal, dass es nicht die Polizei ist. Und ihr seht es halt. Das Haus ist hier noch komplett eingerichtet. Wir haben es 0 Grad und das ist hier offen. Ich denke nicht, dass hier noch jemand wohnt, dass das halt auch zugemacht. Aber generell ist es in Schweden so, dass in solchen Häusern in so einem Zustand auch noch Leute wohnen, vor allen Dingen alte Leute. Und da habe ich gar keine Lust, um 3 Uhr nachts die irgendwie plötzlich vor denen zu stehen oder in deren Schlafzimmer zu kommen, wo die gerade schlafen. Deswegen, Leute, schnell durch hier, würde ich sagen. Hier sehen wir auch einen übelsten Wasserschaden. Ansonsten, das Haus an sich macht einen guten Eindruck. Ist halt super alt, aber hier sieht man, beim Vorbeifahren habe ich immer so ein halb runterhängendes Dach auf der Seite gesehen. Und jetzt sieht man halt, was passiert über die Jahre, wenn so ein Dach ein bisschen runterhängt. Es entsteht einfach ein Wasserschaden, der sich um 3 Stockwerke runterzieht. Hier haben wir schon einen richtigen Schimmelpilz, Alter, hier wachsen richtige Pilze aus der Wand. Ansonsten sieht das hier so aus, als wenn das jemand als Abstellhaus verwendet. Hier kann man sich ja kaum bewegen. Hier steht halt super viel Zeug, altes Zeug, alte Bilder. Alles fremd, alles schwedisch, alles ganz komisch. Da haben wir noch 2 Bilder. Oh, das Bild hier ist auch krass. Ja, hier gibt es unglaublich viel zu entdecken. Aber ihr seht es schon, das ist hier kein richtiges Haus mehr in dem Sinne, dass hier jemand gewohnt hat und das so stehen und liegen gelassen hat, sondern das hat hier jemand als Abstellkammer umverwendet, zweckentfremdet quasi. Hier haben wir noch den alten Ofen. Sie scheinen keine Heizkörper hier drin zu haben, sondern in jedem Stockwerk oder in jedem Raum wird so ein Ofen hier stehen. Ist halt auch krass, wenn man so überlegt, so minus 20 Grad und ihr müsst so einen Ofen nur beheizen, habt keine Heizung, kein Backup, nur ein Ofen. Das war schon eine krasse andere Zeit, ey.
genau das ist meine Horrorvorstellung. Dass ich, dass nachts plötzlich ein Typ mit so einen Schuhen, so ein alter Mann mit einer Axt oder einer Schrotflinte plötzlich runterkommt, weil er Geräusche hört und noch in so einem Haus hier wohnt. Das muss echt nicht sein, ey. Ja, alte Küche. Hier haben wir noch so eine Küchenhexe. Abstellraum. Alles altes Zeug hier noch. Unglaublich. Überlegt mal, was man auf Deutschland oder so bei Bares gegen Rares oder so dafür bekommen würde, was hier teilweise steht, ey. Aufpassen, in die Richtung ist nämlich das Haus, wo, glaube ich, noch jemand wohnt. Zumindest ist da eben ein Licht angegangen, als ich da lang gelaufen bin. Hier war noch ein altes Bild von jemandem. Oh, hier seht ihr schon, unglaublich viel Krempel. Oh, ein alter PC-Stuhl. Der sieht ja sogar noch gut aus. Ja, krass, wenn man überlegt, wie teuer die geworden sind bei IKEA. Kommen wir nicht weiter. Komplett zugestellt. Ja, es sind hier so viele Impressionen, man hat eine Reizüberflutung. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Es ist heftig. Das Erdgeschoss haben wir durch. Ich würde sagen, wir gehen mal in den ersten Stock. Ich finde, auch hier ist es die Gefahr am größten, dass hier noch jemand wohnt im ersten Stock. Das Bild, Schneelandschaft aus Schweden. Geil. Die alte Stromzähler. So. Hier müssen wir jetzt natürlich gut aufpassen, denn hier sind wir am sichtbarsten von allen Seiten. Hier haben sie sogar einen offenen Kamin. Auch geil. Scheint sogar benutzbar zu sein. Oh, guck mal hier. Hier ist die Familie anscheinend. Boah, ist das ein altes Bild. Geil, Alter. Ich glaube, das war hier mal so wie so ein Trödelmarkt. Vielleicht ist es das auch immer noch. Können, glaube ich, die Leute durchgehen und Sachen kaufen, die sie gut finden, die sie hier sehen. Hier standen nämlich eben Namen und sowas drauf. Hier ist nur noch ein Abstellraum, okay. Das wäre auch ein krasses Zimmer hier, um jemanden einzusperren, ey. Aufpassen, dass der Boden hier nicht einkracht. Der fühlt sich nicht mehr so gut an und oh, krass. Hier geht es auf jeden Fall extrem weiter mit dem Wasserschaden. Das Dach muss auf jeden Fall hier undicht sein. Hier ist die Stelle, die ich mal von der Straße aus sehe. Jetzt, wo man selber Hausbesitzer ist, tut einem das echt leid, so zu sehen, wie so ein Wasserschaden entsteht und sich durchs ganze Haus zieht mit Schimmel. Boah. Man könnte es so einfach beheben, indem man einfach das Dach wieder dicht macht. Boah, Alter. Zieht euch mal die Puppe da rein. Boah, die sieht ja richtig dämonisch aus. Auch ein altes Bild hier. Ganz komischer Malstil. Zeitschriften. 2004. Überlegt mal. Also man weiß ja nicht, ob es von hier ist, aber in so einem Haus ohne Heizkörper, nur mit Öfen, hat bis
Anfang der 2000er Jahre etwa noch jemand gelebt in diesem Zustand hier, ne? Guck mal, die alten Steckdosen, das sind gar nicht moderne Steckdosen. Ich will gar nicht wissen, was hier für Stromkabel verlegt sind. Da auch geht's weiter mit dem Wasserschaden. Ich glaube sogar, das ist die Stelle, die ich von der Straße aus sehe, weil die kurz vorm Ende des Hauses ist. Da hängt nämlich das Dach so schief runter. Küche, so eine halbe Küchennische, Nische. Vielleicht waren das auch mal zwei Wohnungen, oben und unten eine jeweils. Das könnte natürlich auch sein. Hier haben sie nämlich auch wie so eine Küchenhexe, glaube ich, stehen dahinter. Ganz alte Flaschen hier. Boah, guck mal, Fanta Apfel Apelsin Zingo. Und was ist das? Potenkaris Soccer Dricker. Passion Fruit, 3/4 Liter. Apelsine. Boah, heftig, Alter. Meint ihr, hier steht irgendwo ein Datum drauf, wann die abgelaufen sind? Nee. Ich finde auf Anhieb hier kein Datum, wann die abgelaufen sind, aber die sehen aus wie, weiß ich nicht, aus den 80ern oder noch früher. Alte Fenster. Ein alter Koffer, ey. Auf Zeitungen. So, ich glaube, das war's. Jetzt in beiden Stockwerken, glaube ich, alles durch, aber ich bin der Meinung, es muss noch irgendwo hochgehen. Leute. Klingeln. Glocke. Das heißt, Achtung, klingeln. Wahrscheinlich, wenn man da hochgehen soll, soll man vorher klingeln? Wieso? Weil da oben noch jemand lebt? Klingeln. Oder weil das Einsturz gefährdet ist und man nicht alleine hochgehen soll? Ach du Scheiße, Alter. Boah, das sieht aus wie der Eingang zur Hölle. Ach du Scheiße. Boah, hier ist ein Fußabdruck auch noch, guck mal.
Was sagt ihr? Hier oben ein Overnighter oder was? Alter Falter, ey. Ja, hier kann man sich aber nicht gut bewegen, würde ich mal schätzen. Ich guck das mal an, wo ich hier stehe. Holy moly, ey. Leute müssen auch daran denken, wenn sie alt werden. Kommen die doch nie wieder da hoch. Okay, Leute, ich würde sagen, ich versuche jetzt mal da wieder rauszuklettern. Das war's. Ja, liebe Leute, ich bin wieder rausgekommen. Das Schöne ist ja auch an diesen Videos hier in Schweden, dass es keine deutschen Besitzer mehr gibt, die meine Videos sehen, die mich dann anzeigen dafür. Das heißt, ich klatsche hier mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ich habe hier exklusiven Zugang zu neuen krassen Lost Places in Schweden, die es so in Deutschland nicht gibt. Und das wahrscheinlich als einziger deutscher Urbexer, der hier wohnt in Schweden, soweit ich weiß. Klar, kann man mal eine Tour nach Schweden machen, aber das ist halt was anderes, als wenn man hier vor Ort wohnt und hier jetzt nur noch Videos dreht. Ich fange jetzt gerade an, meine eigene Lost Place Karte hier zu bauen und habe alleine heute, wir sind zu Ikea gefahren und zurück und wir haben, glaube ich, über 7 Lost Places, die wir beim Vorbeifahren gesehen haben, auf eine Map markiert. Also sowas hast du halt nicht, wenn du hier mal eine Tour einmal alle paar Jahre machst. Ja, ich muss sagen, es ist genau das, was ich erwartet habe hier in Schweden, diese verlassenen Häuser. Man kommt meistens ganz einfach rein und es steht einfach noch alles drin und es sind super alte Sachen da drin. Ich habe es im Video gar nicht so richtig erwähnt, aber da lag auch so ein alter, ich glaube, wie so ein Helm aus dem Ersten Weltkrieg, so ein runder schwarzer Helm, wie man es kennt, aus dem Ersten Weltkrieg, mit so drei gelben, ich weiß gar nicht, Dreiecken vorne drauf oder so. Ah, ich habe es leider nicht richtig gefilmt, glaube ich. Ich habe es nur gesehen. Ich glaube, das war tatsächlich ein Helm aus dem Ersten Weltkrieg. Hat Schweden überhaupt am Ersten Weltkrieg teilgenommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach irgendein alter Feuerwehrhelm oder so, aber das Ding sah aus wie 100 Jahre alt. Also da waren so viele Sachen drin, die uralt waren, das ist heftig. Alle diese alte Fanta und so, bah. Es ist genau das, was ich erwartet habe und genau das, was wir auch in Schweden jetzt noch zu Genüge bekommen werden. Ich denke, die ganzen anderen Häuser, die ich gesehen habe beim Vorbeifahren, sind ähnlich. Hier gibt es super, super viele voll eingerichtete, alte, historische Geisterhäuser und das ist halt ultra geil. Und hier gibt es keine Urbex-Szene, hier gibt es keine Leute, die da rein und rausgehen, alles kaputt machen, klauen, dann wird zugemacht und so weiter. Das gibt's hier nicht. Die stehen über Jahrzehnte einfach offen, die Dinger. Hey, richtig, richtig geil auf jeden Fall. Ja, das war jetzt im Prinzip das erste Video aus Schweden. Stimmt nicht ganz, weil ich vorletztes Jahr in meinem Schwedenurlaub ja auch schon 2 Urbex-Videos gedreht habe also per Zufall nicht geplant, aber da sind wir auch an verlassenen Dingern vorbeigefahren. Deswegen ist es nicht mein erstes Urbex-Video aus Schweden, aber es ist jetzt im Prinzip mein erstes Video aus Schweden, seitdem ich in Schweden ein Haus gekauft habe quasi. Wenn man so will, also das erste Video aus dem Schweden-Kapitel, wenn man es so will, was jetzt erstmal kommt. Klar, ich bin jetzt auch zum Beispiel nächsten Monat wieder in Deutschland für ein paar Wochen und da werde ich auch wieder auf Tour gehen. Das heißt, es kommen jetzt nicht nur Schweden-Lost Places, aber es kommen jetzt vor allen Dingen ja sehr, sehr viele Schweden-Lost Places zwischen den Deutschen. Ich denke, das bringt eine sehr schöne Vielfalt auf den Kanal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ist halt mal was ganz anderes als so ein deutsches verlassenes Haus, finde ich. Der ganze Einrichtungsstil und so ist halt auch ganz anders. Eigentlich hatte ich noch 2 andere Häuser auf dem Plan, zu denen ich ursprünglich wollte. Zu denen bin ich jetzt gar nicht mehr gefahren. Das mache ich jetzt nächste Woche einfach, weil es jetzt schon relativ spät ist und die Kamera hat auch nicht mehr so viel Akku. Deswegen und ja, hier ist halt alles entspannt. Hier rennt das nicht weg. Hier muss ich keine Angst haben, dass nächste Woche dass die Dinger zu sind. Die bleiben einfach offen. Ich kann kommen, wann ich will. Es ist herrlich. Also liebe Leute, vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal.